Herr Professor Zuberbier, Swist ist von der EKAF-Stiftung, die Sie ja leiten, als erste allergikerfreundliche Fluggesellschaft zertifiziert worden. Warum braucht eine Fluggesellschaft überhaupt das EKAF-Zertifikat? Also erstmal, ich bin unheimlich stolz, dass es gemeinsam geklappt hat. Das hat deshalb geklappt, weil Swiss eben eine besondere Fluggesellschaft ist. Brauchen ist immer so eine Frage. Brauchen wir ein behindertenfreundliches Hotel für die Behinderten? Ja. Und die Swiss, die zeichnet sich einfach dadurch aus, dass sie besonders kundenfreundlich ist, dass sie eben das gewisse Extra bietet. Und hier passt das wirklich rein. Wir haben mehr als 30% Allergiker und die möchten natürlich auch beim Flug einen angenehmen Flug erleben. Welche Kriterien muss Swiss denn erfüllen, um das Zertifikat überhaupt zu bekommen? Wir haben die Kriterien gemeinsam mit der Swiss erarbeitet und ehrlich gesagt, die Swiss ist immer ganz getreu im Ruf, noch einen Schritt weiter gegangen, als wir es ursprünglich mit Ihnen besprochen haben. Inzwischen ist es so, dass eben die Nahrung an Bord es ermöglicht, dass jemand, der zum Beispiel eine Laktoseunverträglichkeit hat, kein Problem hat. Der kann sogar die schöne Schokolade am Ende essen. Wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit zwischen EKAF, Ihnen und der Swiss? Soll ich ganz ehrlich sein? Also ehrlich gesagt, ich darf das als Deutscher vielleicht nicht ganz so laut sagen, aber die Swiss ist einfach meine Lieblingsfluggesellschaft. Und das liegt daran, dass sie immer so freundlich sind. Das bringt einfach Spaß, mit ihnen zu fliegen. Und ich bin deswegen auf die Swiss zugegangen und ich bin stolz darauf. Ich habe die Swiss begeistert für das Thema, aber ich bin bei der Swiss auch auf Menschen gestoßen, die begeisterungsfähig waren. Und das, was ich im Alltag erlebe mit der Crew an Bord, die immer freundlich sind, immer zuvorkommend und immer gut informiert, das habe ich hier genauso auch im Hauptquartier der Swiss erlebt. Also das war eine richtig schöne Zusammenarbeit. Was ist denn der Unterschied zwischen allergikerfreundlich und allergiefrei? Es ist einfach so, allergiefrei, das gibt es gar nicht. Das ganze Leben ist in der Möglichkeit so, dass man zum Beispiel auf Pollen reagieren kann. Die kann ich nicht einfach aus der Welt schaffen. Ich will ja auch nicht, dass der Allergiker auf einer einsamen Bohrinsel sitzt und keinen Spaß mehr im Leben hat. Nein, allergikerfreundlich bedeutet mit beiden Füßen im Leben stehen und aber keine Probleme zu haben mit den Allergien. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit Betroffenen, die unter Allergien leiden und die auf Reisen gehen? Wir haben das als ein wirklich großes Problemfeld. Viele Menschen mit Allergien, gerade wenn sie auf Nahrungsmittel reagieren, die haben wirklich getrübte Urlaubsfreude. Man kommt an im Urlaubsort und beispielsweise laktosefreie Milch fehlt. Aber es geht eben schon auf der Reise los. Sie steigen ins Flugzeug, sie können sich ja an Bord nichts kaufen, sondern sie müssen das essen, was eben vorhanden ist. Und hier ist es wirklich ein ganz, ganz großer Schritt, wenn man auf solche Menschen Acht gibt. Welche Empfehlungen, Tipps geben Sie Betroffenen, die auf Flugreisen gehen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich gebe grundsätzlich Menschen mit Allergien den Tipp, bei Flugreisen sehr genau darauf zu achten, alle Medikamente, die sie auch sonst brauchen, unbedingt einpacken ins Urlaubsgepäck. Auch dran denken, eventuell abschwellende Nasentropfen zu nehmen, gerade wenn die Nase nämlich leicht verstopft ist, dann kann das ja sonst zu erheblichen Kopfschmerzen führen aufgrund des Druckausgleichs. Und natürlich sollte man im Vorfeld angeben, wenn es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die man nicht verträgt. Aber zum Glück bei der Swiss gibt es ja auch jetzt eine ganze Reihe Sachen an Bord, so dass man auch mit gutem Gefühl einsteigen kann.